Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Wandering Village. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind weiterhin auf der Suche nach Eisen. Wir brauchen jede Menge Eisen. Und hier haben wir ein Vorkommen. Hier vorne haben wir noch eins, die werden wir auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Beziehungsweise erstmal lesen wir uns die Geschichte über die alte Frau durch. Alle Gebäude hier sehen völlig verwüstet aus, mit einer Ausnahme. Aus dem Schornstein eines alten, verbarrikadierten Herrenhauses steigt Rauch auf. Deine Kundschafter öffnen die Tür und finden eine ältere Frau in ihrem Schaukelstuhl, bewaffnet mit einer Armbrust. Wir sollten ihr etwas zu essen anbieten, um ihr zu zeigen, dass wir in Frieden kommen. Wir könnten versuchen, uns vorbeizuschleichen und ein paar ihrer Ressourcen zu stehlen. Oder wir sollten sie in Ruhe lassen und die Umgebung durchsuchen. Wir geben ihr auf jeden Fall Brot und wir bekommen dafür. Die alte Frau ignoriert das Geschenk und richtet ihre Armbrust auf deine Kundschafter, woraufhin diese die Flucht ergreifen. Sobald sie sich in sicherer Entfernung befinden, kommen Bekannte der alten Frau auf die Gruppe zu. Sie erklären, dass sie nach dem Angriff auf das Dorf verrückt geworden ist. Seitdem ist das Leben hier ein Albtraum und sie bitten darum, sich hier uns anzuschließen. 3 hungrige Menschen minus 20 Brot, ja. 20 Brot, 3 hungrige Menschen nehme ich gerne. So, jetzt erstmal hier bisschen Metall. Um Nahrung müssen wir uns wohl weiterhin keine Gedanken machen. Wir müssen uns aber demnächst um das Gedanken machen, was wir hier anbauen. Wir können hier zum Beispiel, können wir schon einmal auf Mais umsteigen, weil, ganz einfacher Grund, hier wird es jetzt gleich feucht, sprich wir bekommen gleich jede Menge Wasser und hier wird es gleich wieder heiß für eine ganze Weile, weil Onbo ja Fieber bekommt. Und das nehmen wir uns dann natürlich fröhlichst mit. Den Mais. Während der Hitzewelle. So, das können wir ganz schnell machen hier. Das geht ja super schnell. Ne? Das nehmen wir uns mal nebenbei mit. Dann schicken wir hinten einmal ein paar mit. Wunderbar. Kunsthandwerk kann jetzt auch erforscht werden. Das könnte sein, dass wir die mitbekommen, die Wolke. Wäre jetzt aber nicht so... Wobei doch, Moment. Das ist ein Problem. Wenn Onbo sich jetzt hinlegt, dann sitzen wir ja da voll drin. Verdammt! Das war ja jetzt klar. So, Onbo, dann schlaf aber möglichst schnell, mein Freund. So, warte mal, dann können wir jetzt hier, wenn er jetzt hier sowieso erstmal pennt und wir ein bisschen länger erstmal noch in der kühlen Ecke rumhängen, werden wir mal hier überall Rüben anpflanzen. Und dann können wir hier, nee, können wir noch... Lassen wir das erstmal aus noch. Weil wie gesagt, hier wird es gleich eh heiß. Ja, wir lassen das erstmal noch aus. Okay. So, ja gut. Dann kriegen wir auf jeden Fall... Die Giftwolke kriegen wir auf jeden Fall mit. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ist nur eine kleine Giftwolke. Damit können wir leben. Das wird schon passen. Oh Gott, Panik. Nee, das ist kein Problem. So, Wasser produzieren wir wieder massig. Knallt richtig schön nach oben hier. Gefällt mir sehr gut. Kräuter haben wir auch mehr als genug, da muss ich jetzt auch keine Gedanken drum machen. Da ist die Giftwolke. Hoffen wir mal, dass wir gut dagegen ankommen. Er könnte sich hier unten natürlich einmal schlafen legen, ne? Schicken wir hier die Kundschaft dahin. Lassen wir ihn schon weitergehen. Schwierig. Ich glaube, bis hierhin kommt er trotzdem nicht, auch wenn wir ihn jetzt weitergehen lassen. Aber wir sitzen jetzt hier halt voll im Gift, ne? Geh erstmal ein bisschen weiter, Onbo. Das ist halt schlecht hier in dem Gift. Das können wir nicht machen. So, er gibt einmal was zu futtern. So, und jetzt gibt's dann hier... Hier gibt es erstmal ein bisschen Fieber. Hier gibt es ein bisschen Gift. Oh, jede Menge Metall. Das ist ja eine... Das ist ja... Mensch. Das ist ja ein Träumchen, ey. Das ist ja richtig gut. Darum ging es uns doch. So, dann kannst du erstmal hier reinlatschen auf jeden Fall. Ich denke aber mal, wir müssen ihn vor diesem kleinen Giftwald, müssen wir ihn nochmal schlafen lassen. Ein paar Rüben haben wir angebaut. Jetzt dürfte es gleich wieder heiß werden.
Es ist wieder heiß, also wechseln wir jetzt hier auf Mais. Wunderbar, wir werden auch mal hier überall einfach den Dünger reinschmeißen, wenn wir dann welchen haben. Ja, hier brauchen wir auch nicht mehr Leute drin, weil Dung reicht sonst gar nicht. So, dann schauen wir mal, wie das hier jetzt wird. Mit dem Mais sollte eigentlich ganz gut laufen. So, hier hinten aber die Kundschafter nochmal hinschicken. Ja, das sieht doch gut aus. So, würde er sich jetzt hier ins Gift legen oder nicht? Ich hoffe mal, er läuft durch. Oh nein, er gähnt. Warte. Schlaf, bitte sofort. Jetzt nicht noch weiterlaufen. Oh, jawohl, da hat die Bremse funktioniert. Heieiei. Das war jetzt doch recht knapp. Einmal ein bisschen Gegengift. Adi ist im Gift erliegen? Nein. Oh. Ja gut, das sind natürlich sehr viele, ne? Das darf natürlich nicht sein hier. Ja, da hätte ich hier den zweiten Dock, hätte ich früher öffnen müssen. Eieieiei. Das war nicht so gut. Hier unten wird noch was abgefackelt. Damit haben wir zumindest kein Problem. Hier oben sind noch ein paar. Sollte kein Problem sein, oder? Hier oben ist ja auch noch was. So richtig kommen sie scheinbar nicht nach. Eieieiei. Hier gehen aber Leute drauf gerade. Oh. Da hätte ich die Doktoren ein bisschen früher hier mit ranholen müssen. Das war nicht gut. Das war eindeutig nicht gut, Leute. Naja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt können wir nichts mehr ändern. Jetzt hoffen wir, dass die Doktoren einigermaßen was ausgleichen können. 7 sind schwer vergiftet, 39 sind vergiftet. 8 sind schwer vergiftet, 9, 6... 7, 6, 7, 6. 43 sind vergiftet. 40. Okay, es wird weniger. Es werden weniger, eindeutig. Aber unsere Doktoren scheinen nicht ganz nachzukommen. Hier dürften es eigentlich nicht mehr werden. Ja, da werden es auch nicht mehr. Und hier kommen die Doktoren wohl jetzt doch einigermaßen. Ja, sie kommen dagegen an. Es sterben uns keine mehr weg. 3 Leute sind gestorben. Das sind 3 zu viel, Leute. Das sind eindeutig 3 zu viel. So, wir lassen Onbu aber mal weiterlatschen. Denn wir haben da vorne die Möglichkeit zu schlafen. Beziehungsweise Onbu. Jetzt ist es natürlich so, dass wir noch immer schwer vergiftet hier haben. Aber eigentlich sollten wir da ganz gut durchkommen. So, hier ist kaum noch Gift da. Das hier oben ist auch weg. Okay, da sind sie tatsächlich gegen angekommen. Das ist gut. So, 2 Schwervergiftete. Es geht ja nur um die Schwervergifteten. Hier soll das jetzt auch nicht mehr besonders viel mehr werden. Was wir jetzt aber einmal machen werden, ist hier einmal ein bisschen helfen. Na, hier werden wir einmal so ein bisschen unter die Arme greifen. Die Dekontaminatoren schaffen das sonst nicht. So, es ist noch mal glühend heiß. Sprich, Mais wird noch ordentlich produziert. Das ist auch, sieht auch sehr gut aus. Wir sind bei fast 700. Wahnsinn. So, und Onbu pennt sich jetzt hier erstmal weg. Hier aber auch jede Menge Platz. Wunderbar. Hier kommen wir 1180 Mal Rübensuppe. Irre. Absolut irre. Sehr schön. Mal Mais. Nutzen wir jetzt natürlich noch kurz, ne? Die Hitze. Vielleicht kommen wir da sogar noch auf 1000. Das wäre geil. Wenn wir da noch auf 1000 kommen, dann können wir uns nämlich richtig viel Polenta herstellen. Und dann schmeißen wir gleich wieder die Fischfarm an. Hier haben wir auch 310. Ey, das ist
Ah, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Bin ich sehr zufrieden. Da bin ich sehr zufrieden. Womit ich nicht so zufrieden bin, ist mit dem Eisen. Das reicht nicht. Wobei, hier unten ist noch welches. Ich würde auch sagen, wir bleiben jetzt tatsächlich dann hier erstmal in diesem Klima. Da kriegen wir schön viel Wasser zusammen. Sollten wir zumindest. Onbo geht. Okay. Onbo latscht schon weiter. Hier würde ich ganz gerne umbauen. Haben wir Eisen? Nein, wir haben nicht genug Eisen. Ich werde aber mal hier die zwei öffnen. Und dann werden wir die zwei hier schon mal umbauen. Und zwar nicht automatisch, sondern verbessert. So. Da gehen wir mal auf verbessert und dann bin ich sehr gespannt, was die so produzieren. Wir ziehen hier nach Südosten weiter. Dann müssen wir hier einmal mitnehmen, müssen wir da einmal mitnehmen. Sand brauchen wir natürlich auch. Wir könnten natürlich jetzt langsam doch nochmal eine zweite Kundschafterhütte bauen, ne? Ja, komm. Machen wir mal. Damit wir mal ein bisschen vorankommen. Die können wir ganz gut hier unten hinsetzen. So. Dann können wir nämlich hier wirklich alles mitnehmen. Alles. Na, die werden wir auf jeden Fall verpassen, glaube ich, ne? Werden uns vorher einfach nochmal schlafen legen. Und dann geht das schon. Hier können wir uns aber auch schlafen legen. Ja, mal gucken. Ein paar Steinchen werden da noch weggekloppt. Apropos Steinchen, haben wir keine mehr, ne? Kaum zumindest. Nehmen wir uns die mal mit. Schicke Kundschafter. So, hier kommen wahrscheinlich die jetzt wieder dazu, die wir vorhin verloren haben. Mensch. Tote Nomaden, du, das ist auch nicht so, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das passiert hier in dieser Staffel. Aber einmal kurz nicht aufgepasst und schon läuft es nicht mehr. So, es ist nicht mehr heiß. Heißt, hier müssen wir einmal auf Rüben zurückgehen. Hier gehen wir mal auf Weizen, hier gehen wir auf Rübe, hier gehen wir auf Rübe. Dann kommt ihr gerne mit. Wunderbar. So, dann können wir hier unten die Jungs auch wieder öffnen. Das ist doch alles herrlich, ey. Das läuft hier. Das flutscht, das ist nicht zu glauben. So, wie sieht's aus mit der zweiten Kundschafterhütte? Ah, hier fehlen noch Holzbretter und Steinplatten. Die haben wir aber glücklicherweise mehr als ausreichend. Müssen uns auch keine Gedanken drum machen. So, damit wir uns auch keine Gedanken um Onbo machen müssen, schmeißen wir dem mal wieder ein bisschen Futter ins Gesicht. Der kleine Fratz. Na, gucken wir mal, ob wir die wirklich verpassen. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen zu früh gefreut. So, hier wird auch gebaut. Und Pilze? Ja, Pilze werden weniger. Die werden eindeutig weniger. Sind hier drei Leute drin? Ja. Aber es war eben jetzt auch sehr lange Zeit sehr heiß, ne? Ich glaube, da können die Pilze dann nicht so viel tun. Ich glaube, da geht dann bei den Pilzen nicht so viel. Wir öffnen mal hier die dritte auch noch. Sitzen hier auch drei Leute rein. Wir haben ja aktuell genug. Wir lassen jetzt auch die Doktoren immer offen, würde ich sagen. Wir haben ja ausreichend Arbeitskräfte, wie es aussieht. Kundschafter sind zurückgekehrt, sehr schön. Hier können wir nochmal Kundschafter hinschicken. So, jetzt müsste jeden Moment... Jawohl, da ist die zweite Kundschafterhütte. Und jetzt geht's hier nämlich richtig rund. So, und hier ist Gift. Schlaf doch mal ein Rundchen. Und vielleicht haben wir Glück und wir verpassen die. Hier schicken wir Kundschafter hin. Jetzt können wir in alle Richtungen Kundschafter rausschicken. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir die hier verpassen. Vielleicht haben wir Glück. Könnte aber schwierig werden. Könnte knapp werden.
Dass er so lange pennt, das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Das bezweifle ich. So, da sind wir durch. Dann schmeißen wir hier nochmal einen Pein. Mann! Da rennen die aber durch. Das sieht jetzt auch nicht unbedingt weiter weg aus als das hier. Näher dran. Sand. Müssen auf jeden Fall auch Sand mitnehmen. Sand und, wobei, Glas haben wir ja. Glas haben wir ja Unmengen. Es fehlt eigentlich nur an Eisen. So, Onbo, mein Freund. Dann schlafen wir nach Möglichkeit noch so 2 Minuten länger. Das wäre ganz toll. Dunkel bleibt immer ungefähr gleich viel. Das können wir also sehr gut hier mit einer Person. Am Kompost können wir da sehr gut arbeiten. Hier allerdings. Ach so, ja gut. Ich sollte natürlich hier noch auf Anbau und Ernte umstellen, ne? Wollte gerade sagen, hier stimmt doch irgendwas nicht. Oha, hier waren ja gar keine Fische mehr drin, sehe ich gerade. Ich hatte gedacht, die würden da drin. Na gut. Ist nicht so wild. Ist nicht so wild. Wir haben ja glücklicherweise noch ein paar. In. Wo lagern wir die eigentlich? Die sind ja so, vor allem sind es ja lebendige Fische. Bäh. Werden auch hier gelagert. Wir haben da bestimmt massig Aquarien rumstehen. So, der ist durch. Sehr schön. Sehr gut. Dann kann hier einmal. Ah, da wird er wahrscheinlich nicht mehr pennen. Naja. Schicken wir hier nochmal Kundschaft dahin. Ich bin zufrieden. Brot müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Weizen haben wir auch genug. Mehl haben wir mehr als genug. Sind hier zwei. Ja, hier ist volle Anzahl ist hier drin. Ich wundere mich so ein bisschen. Dass wir so viel Mehl haben. Mais sieht auch ganz gut aus. 833. Sehr schön. Ja. Ich kann nur loben, was wir hier machen. Das ist wirklich sensationell. Wahnsinn. Wahnsinn. Was mir, wie gesagt, nicht gefällt, ist das fehlende Eisen. Da können wir aber nicht viel machen. Da müssen wir einfach nur auf die richtigen Expeditionen warten. Wir haben jetzt ja schon den größeren Bereich, den wir uns anschauen können. Wir können jetzt weiter blicken. Heißt, wir sollten jetzt wirklich nichts mehr verpassen an Eisen. Aber bis in alle Ewigkeit können wir nun auch nicht gucken, ne? So, einmal ein bisschen Futter. Bitteschön, mein Guter. Ich reime ziemlich häufig, ne? Dabei will ich das gar nicht. Ist gar nicht beabsichtigt. Ach, guck mal. Hier haben wir jetzt auch schon einige davon. So, wir haben 14 zu viel. Ja, das könnte sich ziemlich schnell füllen sogar. Heißt, wir müssen hier 14 von 15, 18 von 15. Hier oben haben wir nur 6 von 15. Wir können also eins mal abreißen. Fangen wir von oben an und arbeiten uns hier langsam von oben nach unten durch. Wobei wir dafür sehr, 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 sehr viele von den schönen Häuschen brauchen. So, Pilzwald kein Problem. Ich würde sagen, wir flitzen nach Südost. Wir brauchen aktuell nicht mehr Mais. Ja. Ja. Wir schicken hier mal noch ein paar Kundschafter hin. Wir schicken hier ein paar Kundschafter hin. Gut. Das sieht halt echt schön aus, ne? Das sieht echt schön aus. Wir bauen uns hier wirklich so ein richtig schönes, kleines, schnuckeliges Dörfchen. Und der Baum hier sagte, das Gift sagte, nein! Ich fress alles auf! So, kommen sie dagegen an? Ja, kommen sie. Was schaffen die? Die Jungs. Wir verbrauchen nur dummerweise dann immer sehr viel Biogas, ne? Wenn wir hier nicht selbst ein bisschen
unterstützen. Ja, vielleicht sollte ich mal trotzdem immer unterstützen, grundsätzlich, damit wir weniger Biogas verbrauchen. Weil jetzt haben wir hier zum Beispiel schon nichts mehr, heißt, wir sollten hier einmal auf Biogas umstellen. Hier haben sie zwar noch 44, aber das finde ich nicht gut. Wir müssen hier auf jeden Fall einen kleinen Puffer haben. Das reicht mir sonst nicht. Das reicht mir nicht. So, Fisch wird auch richtig schön produziert wieder. Wir ziehen nach unten ins Kühle, das passt auch. Ich bin da... Oh, ja, warte mal, die hier dürfen wir natürlich nicht verpassen, ne? Dann würde ich sagen, wir legen Onbo jetzt hier gleich nochmal pennen. Eisen ist aber weiterhin nirgends zu sehen. Nirgends. 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 So, mein Freund. Geh mal schlafen. Und damit sage ich auch gute Nacht. Und bis zur nächsten Folge hier in The Wandering Village. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.